Für uns eine Teetasse. Findest du es wirklich passend, dass du da jetzt ein englisch anmutendes Thema zuspielst? Vielleicht nehme ich ja doch, ich meine, ich habe ja das Ganze noch nicht geschnitten, vielleicht nehme ich doch ein kleines Weihnachtsmusikstück, was ich darüber spiele, ne? Ah ja, natürlich. Es sind nämlich heute Französisch hinter diesem Türchen, hinter Türchen Nummer 18. Und zwar eine Serie, die wir auch in einem Filme, die wir nachgeholt haben, Video, das ist nämlich unsere, um unsere Sommer-Highlights ging, verhandelt haben, die ich aber nichtsdestoweniger hier nochmal highlighten möchte, die in Frankreich spielende Serie Les Miserables. Und das ist eine BBC-Miniserie aus 8 Folgen. Stimmt, das ist ja doch Englisch. Na denn, will ich aber nichts gesagt. Aber das von der BBC produziert, spielt in Frankreich, so wie sich die Franzosen, die Engländer halt Frankreich vorstellen. Und das ist eine sehr schöne Serie, denn die ist kein Musical. Das Musical hat mich von der Art der Songs immer abgeschreckt. Die Filmversion wollte ich auch nicht sehen. Ich wollte Russell Crowe einfach nicht singen sehen. Dazu habe ich du einfach nicht. Du willst Russell Crowe überhaupt nicht sehen. Das ist ja fast so schlimm wie mit Tom Cruise. Ich habe nicht die seelische Stabilität, um mir den Typen singen anzuhören. Auch wenn Hugh Jackman dabei ist. Aber diese Serie von der ich BBC, die jetzt noch relativ neu ist, liefert da wesentlich besser ab. Ich habe es gesehen. Ich liebe Hugh Jackman. Und Musicals. Aber ich mag Les Miserables trotzdem nicht. Sorry. Wir reden aber jetzt nicht über das Filmmusical. Nein, aber wer von dem Musical abgeschreckt ist, sollte sich nichtsdestotrotz, wenn er sich für die Geschichte interessiert, die Serie angucken. Das ist richtig. Die Serie gibt einem nämlich die Möglichkeit, in die Geschichte und die moralischen Abgründe, die ethischen Konflikte und das Zeitkalorit der damaligen Zeit in Frankreich einzutauchen, ohne sich Lieder anhören zu müssen, die einem vielleicht gar nicht liegen, wie das in meinem Fall ja der Fall gewesen wäre. Wenn ihr das Musical mögt, ist natürlich super. Trotzdem lohnt sich die Serie, weil sie sich im Gegensatz zu einem Filmmusical ganz viel Zeit für die Charaktere und die Charakterentwicklung nehmen kann. Trotzdem funktioniert das Pacing, das Tempo ist eher gemächlich, aber die Schauspielleistungen sind großartig und man wird auch belohnt, indem nämlich jedem Charakter ein vernünftiger Hintergrund gegeben wird. Man versteht die Motivation dieses Charakters, man versteht, wo diese Charaktere herkommen und man versteht am Schluss auch, warum die so handeln, wie sie handeln. Und das wird super konstruiert und auch zu einem vernünftigen Ende geführt, denn das Ganze ist ja eine in sich abgeschlossene Geschichte, nicht wahr? Und deswegen möchte ich Les Miserables in der BBC-Fassung empfehlen. Wir haben das Ding kostenpflichtig auf Amazon Prime gestreamt. Vielleicht gibt es das auch mal irgendwann physisch, im Moment noch nicht, aber empfehlen kann ich es natürlich trotzdem. Vielen Dank, das war es auch schon für dieses Türchen. Danke für eure Aufmerksamkeit und das Zuschauen. Bis zum nächsten Türchen. Keep! Vive la Türchen! Baguetting? Ich weiß es nicht. Sucht euch was aus. Tschüss.